Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Wild West Dynasty. Ja, wir haben das Lagerhaus fertiggestellt. Jetzt müssen wir schlafen gehen. Das darf ich aber erst am Abend. Achso, und mir wurde gesagt, ich muss hier auf Interagieren gehen. Nee. Auf F. Ah, hier. So, und hier können wir es dann satteln. So. Vielen Dank für den Hinweis. Vielen, vielen Dank. Jetzt haben wir auch den Sattel auf dem Pferd. Ich habe mich immer schon gewundert. Ich war jetzt davon ausgegangen, dass das ähnlich wie beim Medieval Dynasty funktioniert, dass man halt ins Pferdeinventar geht, aber auf die Idee bin ich halt nicht gekommen. Orion, Gesundheit, Nahrung, alles 100. Ja, und Sattel ist drauf. Sehr gut. Wie spät haben wir es? Sehe ich das hier? 17 Uhr bis 19 Uhr müssen wir warten. Achso, dem muss ich noch Felder machen, ne? Stimmt. Mit ihr kann ich jetzt gerade nicht reden. Könnten wir noch Steine sammeln. Material sammeln ist, glaube ich, immer gut. Ich glaube, hier war ich noch gar nicht drin, oder? Doch, von vorne her. Von vorne her. Ja, ich wurde letztens mal in den Kommentaren noch gefragt, ob ich das Spiel empfehlen würde. Schwierig. Für mich persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen, ist es noch nicht unbedingt im einem Bereich, wo ich sagen würde, das ist schon fertig. Also es ruckelt immer noch so ein bisschen, es hakt immer noch. Also für mich persönlich läuft es einfach noch nicht so wirklich rund. Aber vielleicht bin ich auch einfach nur ein bisschen verwöhnt durch Medieval Dynasty oder Sengoku Dynasty. Sengoku Dynasty ist ja auch noch in der Early Access. Das läuft aber schon super rund. Kann ich das hier eigentlich auch reparieren? Nee. Sieht nicht so aus. Oh, Kiste. Fass können wir nichts rausnehmen. Bretter können wir noch nehmen, das ist auch gut. Da überall nicht. So. Oh, ich bin hier gar nicht in dem Lager. Da ist das Lager. Dann lagern wir die Bretter gerade mal ein. Einfaches Bett. Das muss ich noch irgendwo hinstellen, ne? Bisonfleisch, Spitzhacke, Eisenaxt. Dann können wir die ja vielleicht da rein tun und dann nehme ich die Eisenaxt. Beeren, Gewehrpatrone, Steinmesser, Dose, Hacke. Hasenfleisch. Das wird halt alles nicht besser. Achso, Hasenfleisch, Rohhasen. Ich kann die Pilze wohl verwenden, wurde mir gesagt, zum Kochen. Können wir doch gerade mal probieren. Interagieren. Kochen. Weil dann kriege ich Rezepte. Einmal Hasenfleisch. Und einmal Pilz. Und kochen. Einmal unbekanntes Essen. Kann
kann ich auch gleich 2. Dann können wir hier auch 2. Oder mal 4, ist das dann besser? 3-mal unbekanntes Essen. Immer noch ein Hasenfleisch übrig. Dann packe ich hier mal die Pilze alle rein. Weiß nicht, ob das einen Unterschied macht. 2-mal unbekanntes Essen. Okay. Gut. Wie lerne ich das Essen denn als bekannt kennen? Ach, ich muss das untersuchen wahrscheinlich, ne? Ich muss das wahrscheinlich untersuchen. Kann ich das untersuchen? Nö, kann ich nicht untersuchen. Ich kann es essen. Machen wir einfach mal. Weizenbrot im Holzofen gibt Energie für den ganzen Tag. Wir haben aber kein Weizenbrot und wir haben keinen Holzofen. Okay, mal gucken, ob wir jetzt schlafen gehen können. Jawohl, jetzt können wir. Sehr gut. Neuer Tag, neues Glück, kehre zu Owl zurück. Da läuft sie. Hi, man sagt, der erste Traum, den man im neuen Bett hat, wird wahr werden. Ich habe geträumt, dass du mich erschossen hast. Was? Nun, ich habe sowieso nie dran... Das könnte passieren. Nun, ich habe sowieso nie dran geglaubt. Hast du was geträumt? Ja, aber ich erinnere mich nicht mehr dran. Hast du dich an etwas erinnert? Etwas von deiner Familie? Ja, meine Mutter war fort. Er wollte sie finden. Es regnete. Das Bett war warm. Seine Hände waren kalt, zitterten. Er hat vergessen, die Laterne mitzunehmen. Das hilft nicht, aber die Erinnerungen sind jetzt klarer. Da, das ist doch wenigstens etwas. Das ist es, danke. Granger ist hier. Du solltest mit ihm reden. Und wenn er bleibt, braucht er ein Zuhause. Das werde ich. Reden wir mal mit Granger. Willkommen in Ghost Town. Danke, junger Mann. Ich erkenne es kaum wieder, aber vielleicht ist es auch besser so. Einige der Häuser können noch repariert werden. Wenn es dir nichts ausmacht, in eines von denen zu ziehen, wäre es schneller, als ein neues zu bauen. Nein, nein, es macht mir nichts aus. Ich habe beim Bau dieses Hauses geholfen. Mein Jüngster war noch klein. Es eignet sich gut. Wenn mein Freund zufällig darin herumspukt, können wir wieder Karten spielen. Ah, dann werde ich es für dich reparieren. Danke. Ah, ich habe noch nicht nach deinem Namen gefragt. Wie konnte das passieren? Ich heiße Ryder. John. Seltsam, den Namen habe ich schon mal gehört. Ryder. Das ist schon eine ganze Weile her. Vielleicht hast du von unserem Unternehmen gehört. Es war unter meinem Großvater sehr bekannt. Vielleicht, vielleicht. Wie auch immer. Danke, Ryder. Jederzeit. So, das Haus müssen wir reparieren. Das ist die Scheune. Von welchem Haus hat denn der jetzt geredet? Dem hier? Ne, das dürfte auch was anderes sein. Das könnte dir eine Werkstatt sein. Sägewerk ist das. Okay. Dann gucken wir mal. Repariere ein Haus für Granger. Ach so. Ich dachte, der will ein bestimmtes. Das ist die Werkstatt. Was ist das? Ah, einfaches Haus. Achso, ich brauche einen Hammer. Hilfe, härter Hammer. Ich glaube, ich mache direkt noch einen zweiten. Ja, ja. Dass immer diese Tipps kommen müssen beim Spiel, wenn man es mal wieder startet. So. Und. Achso, haben wir direkt ausgerüstet. Ja. Passt. Müssen wir noch mehr reparieren? Kehre zu Granger zurück. Ich sollte vielleicht hier noch die. Vielleicht macht der so weg.
Hey Granger. Und was denkst du? Es sieht genauso aus, wie ich es in Erinnerung habe. Es hat die Zeit gut überdauert und du hast ein Häuschen für, Händchen für diese Arbeit. Diese Arbeit? Vielleicht Landwirtschaft? Nicht wirklich. Ach, dem können wir Abhilfe schaffen, keine Sorge. Komm zu mir, wenn du etwas Zeit hast. Ich hätte jetzt Zeit. In Ordnung, der Boden hier ist fruchtbar und wenn es regnet, nimmt er die Feuchtigkeit gut auf. Das ist nicht immer so. Die Technik hat sich weiterentwickelt, ich bin sicher, es gäbe einen Weg. Windräder können Wasser heutzutage aus großen Tiefen pumpen. Sicher, aber unten in Red Rock kannst du nicht einfach überall ein Feld anlegen. Zum Glück sind wir hier und ich habe noch einige Saatkartoffeln übrig, die wachsen in jeder Jahreszeit. Ein weiterer Schatz dieses Landes. In der Tat, einer der vielen, der viele vor dem Hungertod bewahrt hat. Wenn du sie erntest, kannst du ein paar essen und hast immer noch genug, um sie wieder in die Erde zu stecken. Ich denke, ich weiß jetzt alles. Danke. Dann machen wir mal mehr erfahren. Wie fange ich an? Mit einem Hammer und ein paar stabilen Markierungen. Danach brauchst du eine Hacke zum Umgraben, Dünger, Wasser, Samen und eine fürsorgliche Hand und etwas Geduld. Brauche ich Dünger? Versuche es nicht ohne. Dung und verdorbene Lebensmittel mögen dir wertlos vorkommen, aber sie sind entscheidend für eine gute Ernte. Eine fürsorgliche Hand? Zum Unkraut jäten. Zum Glück wächst es nicht jeden Tag nach. Okay. Kehre zu Granger zurück, habe ich. Was denkst du? Arbeit, ich hätte jetzt Zeit. Tralala, das hatten wir gerade alles. Ich denke, ich weiß jetzt alles. Bin sicher, du wirst gut zurechtkommen. So, finde dumm oder vergammeltes Essen. Stöcke finde ich in erster Linie. Hatten wir einen Stall hier? Das ist die Frage. Machen wir mal aus der Perspektive. Vielleicht geht das besser. Wobei viele mögen die lieber, ne? Das ist auch eine Scheune. Die muss ich aber abreißen. So. Finde Dung oder verdorbenes Essen. Da ist nichts drin. Hallo? Da komme ich irgendwie nicht rein. Ist das so gewollt oder ist das, ist da irgendwas vor der Tür, was nicht dort sein sollte? So, baue 3 Häuser, repariere die Werkstatt, repariere den Hasenstall. Okay, wir müssen einiges reparieren und wir müssen Häuser bauen. Farmer Jeans, Siedler Jeans. Nehmen wir mal alles mit. Das nehmen wir auch mal alles mit. Wir müssen 3 Häuser bauen. Hasenstall reparieren. Das ist die Werkstatt, glaube ich. Oh, da ist eine Axt. Die müssen wir mal reparieren. Schema unbekannt. Solange das Schema unbekannt ist, kann ich den nicht reparieren. Okay, das müssen wir erstmal irgendwie kennenlernen. Sammle Agaven. Wir könnten schon mal ein Haus bauen, ne? Scheune ist... Ich bin zu schwer, glaube ich. Ja, ich bin überladen. Wir könnten ein schickes Haus bauen. Ich könnte natürlich das hier wegmachen. Das war der Ziegenstall. Können wir auch nur noch abreißen. Machen wir.
So, vielleicht, wo baue ich denn mein Haus hin? Hier wäre doch ganz schick, ne? Dann hätte ich nämlich auch mal eines. Dafür brauchen wir den Hammer. Bauen, platzieren, bauen, herstellen. Was sind Möbel? Ne, bauen, herstellen, Stadt. Fundamente, da bin ich glaube ich richtig. 5 mal 6 Holzstämme. Nicht freigeschaltet, okay. Achso, das ist grün, okay. Machen wir das mal hier. Wie weit komme ich nach da hinten? Soweit. Ich brauche 2 Holzstämme. So. So. Ich hoffe, ich bin nicht mal irgendwann viel, viel, viel zu schwer. Ich weiß nicht, ob es das gibt oder ob der halt einfach nur nicht mehr rennt, wenn er zu überladen ist. Medieval Dynasty ist ja, da werde ich mit der Zeit immer, immer langsamer, aber habe ein gewisses Maß Toleranz sozusagen. So. Holzwand B. Was ist der Unterschied zwischen B und C? Ah, da haben wir einen Blumenkasten davor. Machen wir mal einen hin. Weil ich kann hier vielleicht auch ändern. Machen wir hier 2x C. Und hier Holzwand B. A, A. Hier brauchen wir die Holztür. Und machen, glaube ich, ein Fenster daneben. So, und hier machen wir. So. Ich habe das Haus doch noch gar nicht gebaut. Ich brauche Holzstämme. Holzstämme. So. Drei ist jetzt nicht so viel, ne? Dann nehmen wir erstmal die drei. Das ist ein Bäumchen. Das gibt aber, glaube ich, nur Stöckchen, oder? Ja, das gibt nur Stöcke. Da kommen wir nicht weit mit. Wir holen mal da hinten ein paar Bäume raus. Auch wenn es nur langsam geht. Aber das machen wir dann noch in der nächsten Folge. Oder unten ist auch noch irgendwas, sehe ich gerade. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne ein Like, einen Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und okay. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.